Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, lange ist es her oder länger ist es her, wo ich mal so in einem positiven Sinne Laber-Video erstellt habe. Da kann ich eben auf gewisse Punkte näher darauf eingehen, kann Sachen konkreter erläutern. Dafür sind diese Videos gedacht und die werden natürlich auch zukünftig noch produziert werden. Ne? Die Pyro News, das wird natürlich auch Zukunft haben. Das ist im Endeffekt eine neue Sache, die ich aufgestellt habe. Da versuche ich einfach so kompakt und kurz und knapp, wie es nur geht, euch bestmöglich viele Informationen innerhalb von 5 bis 5 Minuten und 20 Sekunden euch eben in einem Video, ja, präsentieren zu können. Ja, dafür ist das Format gedacht und ich finde, das ist eine schöne, coole Sache. Und genau, nur dass ihr schon mal wisst, wie das weiter zukünftig laufen wird. Auf der anderen Seite, dann kommen wir gleich zur Thematik. Ich versuche das jetzt auch alles ein bisschen schneller zu machen, aber eben bestmöglich darauf einzugehen. Dieses Silvester, ich habe 2 Kameras, 2 Mikrofone. Meine gute Kamera und mein Hightech-Mikrofon werde ich oben platzieren und werde versuchen, Silvester die Speicher... Boah, dann muss ich, glaube ich, eine neue Speicherkarte kaufen mit über 500 GB, aber wurscht. Werde ich auf jeden Fall Silvester live filmen, solange es halt die Speicherkarte hergibt. Das bedeutet, ich werde jetzt nicht unbedingt in 4K filmen, nein, sondern in 1080p, das reicht völlig aus, ja. Und dann werdet ihr Silvester live zu Gesicht bekommen, beziehungsweise halt, ihr könnt euch schon mal drauf freuen, dass ihr dann nächstes Jahr ein Video vom Adler bekommt, ja, ich werde es dann hochladen, entweder kompakt, das bedeutet, ich werde es schneiden, oder ich werde es dann komplett hochladen und es wird dann bestimmt so 3, 4, 5 oder 6 Stunden gehen, wo ihr einfach Silvester live hört. Und ich finde, allein diese Atmosphäre ist einfach unglaublich geil. Produktvideos wird es auch geben, das werde ich dann mit der anderen Kamera machen, mit den, ja, das ist jetzt kein ganz gutes Mikrofon, aber es geht in Ordnung und die Kamera ist natürlich auch, ja, ziemlich gut. Und da werde ich eben Vorfreude-Videos machen, nicht unbedingt Produkttests, das werde ich jetzt eher nicht so machen, aber ich werde dann halt eben auch die Silvesterstimmung euch eben mit einführen und so Vorfreude-Videos drehen, ne? Aber ich werde auch darauf achten, dass ich einfach mal gar nicht filme, ja, weil die Kamera oben wird sowieso alles, ich werde mir auch versuchen, einen Ort zu suchen, dass es auch auf der Kamera irgendwie ersichtlich wird, also freut euch schon mal drauf, ne? Genau, soweit, so gut und ansonsten, was nächstes Jahr betrifft, Mai, Pyro News. Das, also diese Formate, das wird noch alles Bestand haben und ich werde dann auch vielleicht mit ein paar Shops kooperieren. Das wird sich alles zeigen. Könnt ihr drauf auf jeden Fall freuen. So, jetzt kommen wir zum Thema und im Übrigen, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest und ich wünsche euch ein wirklich schönes, erholsames bzw. joviale Weihnachtsfeiertage. Genau, möget der Frieden mit euch sein. Ich wünsche euch wirklich nur das Beste und auf jeden Fall alles Liebe. So, was betrifft das Wetter oder was möchte ich euch sagen? Ich habe es jetzt selbst erlebt in den letzten, ich glaube, 4 Tagen hat es hier so dermaßen gestürmt. Wir hatten teilweise Windgeschwindigkeiten in Höhe von über 90 km/h. Das ist wirklich der pure Wahnsinn. Ich habe echt gedacht, mein Hut fliegt zum Mond, kommt nie wieder zurück. Also es war brutal, wirklich. Und ich habe auch gemerkt, also ich habe auf den Wetterbericht geschaut, ihr müsst euch das so vorstellen, alles von innerhalb 48 Stunden gilt als valide, respektive von der Wahrscheinlichkeit her ist es hoch einzuschätzen, dass das Wetter genau so geschehen wird, wie es eben auf der App ersichtlich ist. Ne? Kommt natürlich auch darauf an, wo die Wetterstationen sind. Ja, aber hier ist es ziemlich valide einzuschätzen und Silvester wird tatsächlich etwas, a little bit, etwas stürmisch werden und leider regnen, ne? Aber alles noch im Rahmen. So, und ich habe mir gedacht, scheiße, was mache ich, wenn es stürmt, wenn es richtig regnet, also wirklich so die extreme Wetterlage. Dann möchte ich euch einen Tipp geben, Tipps geben, besser gesagt, sollte es bei euch auch der Fall sein, ja. Das bedeutet, sollte es bei euch, halt die Fresse, ey, das geht mir so auf den Sack jetzt, warte mal. Boah, was ist los mit diesem Scheiß? So, jetzt. Oh Mann, nicht schlecht, oder? Auf jeden Fall, genau. Also, sollte das Wetter richtig übel werden. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich weiß, es ist ziemlich schwierig, wenn man jedes Jahr zu Hause feiert, ja, bei sich zu Hause, mit der Familie, etc. oder mit der Freundin, whatever. Ne? Aber ihr müsst euch eins vorstellen. Ihr könnt noch für so viel Feuerwerk einkaufen, bedeutet 500 Euro, 1000 Euro, 100.000 Euro, 80,2 Millionen Euro, ist wurscht, scheiß drauf, egal wie viel Feuerwerk ihr habt, wenn das Wetter nicht mitspielt, habt ihr automatisch ein schlechteres Silvester, weil es macht einfach keinen Spaß, wenn ihr Windgeschwindigkeiten in Höhe von 60, 70,
80, 90 km/h habt, ja, und ihr zündet Böller, also da entweder die Schnipsel fliegen euch komplett in die Fresse oder ihr hört den Knall nicht gescheit, weil der Wind so stark ist. Raketen könnt ihr sowieso nicht anzünden, die fliegen sonst wohin, ja, also die machen wahrscheinlich einen Boomerang wieder zu euch zurück und die Batterien fliegen wahrscheinlich komplett um, ja, die werden dann Füße bekommen. Und Fontänen da auch, die werden wahrscheinlich bis zum Mond geschleudert. Also es hat überhaupt keinen Sinn. Und wenn es regnet, dann habt ihr den ganz großen Spaß, vor allem bei den Funkeböllern. Die haben ja diese Premium-Zündschnur, die ja auch die Böller könnt ihr im Endeffekt 40 Meter tauchen lassen. Funktionieren noch immer, vor allem die Zündschnur. Na? Also wirklich, macht mal eins, zündet einen Funkeböller an und schmeißt ihn mit voller Wucht auf den Boden. Ihr werdet eins merken, der funktioniert noch immer tadellos. Ja? Also die Zündschnur ist der Wahnsinn. Auch bei Regen, da funktioniert sie wirklich ausführlich super. Ne? Nein, komplette Ironie. Das ist eine Vollkatastrophe bei den Böllern. Das könnt ihr komplett vergessen. Also bei Funkeböllern, ja, weiß ich nicht, dann zündet lieber Knallerbsen an. Beziehungsweise hier auf den Boden werfen, braucht ihr nicht mal Feuerzeug, habt ihr mehr Spaß. Ne? Also, das bedeutet, einfach einen Wohnwagen euch mieten, ein Hotel oder Freunde, Freundinnen. Was weiß ich, whatever, versucht euch dann einen anderen Ort zu suchen, wenn ihr wirklich merkt, das Wetter geht in die Extreme. Ich meine das wirklich ernst, das ist ganz wichtig, weil wenn ihr dann, nehmen wir mal an, ihr mietet euch ein Kombi, einen Lastwagen oder ein Wohnwagen, dann fährt ihr ein, zwei Stunden weiter weg, wo schön ist, sucht euch einen Ort raus und feiert dann da Silvester. Warum nicht? Immerhin noch besser, als dann überhaupt keinen Spaß zu haben, ja, wenn ihr natürlich ein richtiger Feuerwerksfreak seid, ansonsten bleibt zu Hause, völlig klar, aber wenn ihr Spaß haben wollt mit Feuerwerk, dann macht das so, versucht den Ort zu wechseln, es tut mir leid, aber eine andere Möglichkeit sehe ich nicht, wie denn auch, ja, das Wetter haben wir einfach nicht unter Kontrolle und deshalb ist es auch so schwer, damit umzugehen, aber das wäre eine Alternative, ansonsten 1. Januar soll da das Wetter besser werden, ja, wenn es bei euch dann noch erlaubt ist, 48 Stunden grundsätzlich, Sprengstoffgesetz, dann macht es am 1. Januar. Das ist echt das Beste, was ich euch als Tipp geben kann. Leute, es fühlt sich wieder gut an, ne? Ich habe so mehrere Art und Weisen. Ich habe diese sehr eloquente, also diese sprachgewandte Aussprache, wo ich vor allem im Berufsleben dann diese Aussprache zur Geltung bringe oder in Diskussionen, in Debatten teilweise, aber auch die, ne? Einfach locker so reden, einfach so ein bisschen, ja, einfach so, wie soll ich es beschreiben? Einfach mal Wörter raushauen, locker, lockig, flockig und auch mal ein bisschen, ja, so lustige, wisst ihr, was ich meine? Macht einfach wieder Spaß, so zu reden. Bei diesen Pyro News bin ich dann eher so ein bisschen auf der anderen Seite. Aber man soll ja wenigstens alle Seiten ausleben, die man hat, aber bitte nicht, wenn sie übertrieben oder kriminell oder sonst was sind. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst schon, was ich meine. Naja, gut, wurscht. So viel zum Thema. Ich hoffe, das ist abgeschlossen. Habt ihr da Fragen, ab in den Kommentaren damit, meine Lieben. Ansonsten, was den Feuerwerkseinkauf betrifft, da habe ich auch viele Videos gemacht, was mich betrifft. Ich werde dieses Jahr nicht so viel einkaufen. Ich habe wirklich so viel Feuerwerk hier. Ich weiß gar nicht, wie das alles zünden soll. Vor allem das Wetter wird bei uns auch nicht so gut werden. Aber jetzt nicht so in den Extrembereich. Ich habe einfach nicht so die Motivation. Ich weiß nicht, was los ist. Die Vorfreude will nicht so hochkommen. Ja, weiß ich nicht. Muss irgendeinen Grund haben. Wurscht. Auf jeden Fall deshalb werde ich dieses Jahr nicht so viel einkaufen. Ja. So, so viel zum Thema Wetter. Abbrennzeiten wisst ihr, es ist 48 Stunden lang erlaubt. Das bedeutet, ihr dürft Feuerwerk zünden von 0 Uhr 31. bis 1. Januar 24 Uhr. Ja. Da gibt es aber, jetzt passt auf, Einschränkungen. Zum Beispiel bei Berlin ist es so, ich glaube, das ist nur von 18 Uhr bis 6 Uhr früh erlaubt. Da müsst ihr euch bitte informieren, aber grundsätzlich sind es 48 Stunden. So, genau, das Pyro News Video wird heute Abend noch folgen oder Nachmittag, mal schauen. Und ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Vorfreudezeit und wir hören uns im nächsten Video, euer Pyro Adler 98.